Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder natürlich in Ark, wo auch sonst. Und in der letzten Folge habe ich ja gesagt, ich möchte noch ein bisschen weiterbauen. Wir haben ja dann ein bisschen Cementingpaste gesammelt und ich habe festgestellt, dass es leider viel, viel, viel zu wenig war. Aber ich bin da ja gewappnet und ich habe mal ein bisschen Stein gefarmt. Und das hiermit, ich glaube, ich brauche übrigens mehr Keratin, oder? Ich glaube ja. Holen wir nochmal. Und ich werde das jetzt nochmal ein bisschen zur Cementingpaste verarbeiten. Ist es hier drinne? Ja. Wir nehmen nochmal 300. Mal gucken, wie viel wir dann noch dabei rauskriegen. Oh, nochmal 70, das ist ganz gut. Ich glaube, jetzt dürften wir aber so ziemlich am Ende sein. Jetzt können wir aber schon mal anfangen, hier Sachen herzustellen. Moment. Ubercrafter, Structures, Metal. Ich brauche auf jeden Fall... wollen wir ein paar Window... Wollen wir so ein paar Fenster da reinbauen? Ich überlege gerade... Ja, warum eigentlich nicht, ne? Könnte man eigentlich schon mal machen. So, 5 Stück. Dann machen wir mal 5 davon. Oder das waren jetzt 5. 6. Na gut, dann machen wir noch ein Fenster mehr. So, jetzt muss ich nur mir nur über... So, dann brauche ich... Ich will das probieren, ob ich dann noch eine... Ein Stockwerk. Naja, Moment. Wir machen erstmal hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann brauche ich vielleicht nochmal so ein paar Metal Roofs. Sloped Walls. Diese Invert brauche ich, glaube ich, momentan noch nicht. Aber Railings brauche ich nochmal 2, glaube ich. Ich muss mal gucken. Ich habe leider immer noch nicht rausgekriegt, wie man diese Rampen-Railings da baut, was ich ein bisschen doof finde, weil ich würde eigentlich ganz gerne... Achso, hier brauche ich eigentlich gar... Eins hätte gereicht. So, wir machen eins hier hin. So, mal gucken, vielleicht braucht das ja so einen Anschluss dazu. Ich weiß es aber nicht. No Snap Point, sagt er immer noch. Ne, das geht, aber seht ihr das? Das ist einfach nichts. Das ist immer rot. Es funktioniert einfach nicht. Ich weiß nicht, was da Sache ist. Ob ich dann noch irgendwas auf den Boden setzen muss oder so vorher. Aber es geht nicht. So, was wir aber jetzt machen können, ist hier erstmal die Wand noch ein bisschen höher. Bald muss dann hier auch irgendwann ein Dach drauf. So. Ich müsste eigentlich... Das Tor ist ja höher als... Sehe ich... Das Tor ist ja höher! Scheiße! Kann ich... Jetzt muss ich mal was probieren. Nee, das snappt da nämlich nicht, ne? Shitte. Das ist irgendwie doof. Was machen wir denn da? Achso, und Moment, wenn ich jetzt... Achso, das Stair habe ich gar... Die Stairs habe ich noch gar nicht gebaut. Ja, Morg, du bist ein Held. Du bist wirklich ein Held. Was ich jetzt machen wollte, ist... Ne, Moment. Ich brauch erstmal Stairs. Und das da oben muss ich irgendwie wieder abreißen. Da muss ich aber erstmal hinkommen. Das ist gar nicht so einfach. Wie machen wir das? Ich bin gerade am überlegen, wie ich das Häuschen da zurechtbauen kann. Also Übercrafter, Structures, Metal. Ich mach nochmal so ein paar... Den Metal-Fans finde ich übrigens auch sehr cool. Ich mache mal so ein Ding, so ein Support-Beam. Add structural integrity to the area it is built on. Requires a sloped wall to attach to. Nee, okay, das ist nur für die schrägen Wände. Ich mache nochmal so eine hier davon. Und das ist Floor-Support-Beam. Requires a wall to attach to. Wände habe ich noch. Das brauchen wir momentan nicht. Ich wollte dann noch ein paar Sachen austauschen. Okay, Floors baue ich. Ja, okay, es ist richtig. Ich habe alles richtig gemacht. Ich dachte gerade, ich hätte irgendwie was Falsches gebaut. So, nochmal ein paar Metal Floors. Leider habe ich das Problem, ich bin immer so ein bisschen unkreativ, was das Bauen angeht. Das sieht bei mir am Ende immer alles ziemlich gleich aus. Aber, naja. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie können wir hier mit der... Guck mal, weil so wäre cool.
Ja, bringt mir nur nichts, weil ich will ja nicht in die Wand laufen. Ja, das funktioniert so leider gar nicht, merke ich gerade. Ich könnte halt höchstens probieren... Ja, so bringt mir das auch nichts. So könnte ich halt probieren, da weiter zu bauen. So. Dann müsste ich das Geländer hier wieder abreißen. Oder... Ich muss es ja nicht abreißen, das ist ja das... Das ist ja das Gute. Nein, Pickup. Doch, Pickup ist richtig. Ich muss es ja Gott sei Dank nicht abreißen. Ich kann es ja einfach aufheben. So. Zack, zack. Ja, jetzt komm schon. Na, jetzt, aber hier, jetzt ist aber zack, zackig. So. Das ist halt immer so ein bisschen hässlich mit diesen... Hier, weil da... Ich bräuchte so ein halbes Geländer, wenn es das denn gäbe. Aber das gibt es, glaube ich, leider nicht. So, jetzt muss ich es nur hinkriegen. Genau das muss ich hinkriegen. So. Und dann, jetzt könnte ich natürlich, Moment, wir müssen mal ganz kurz wechseln. Jetzt machen wir das mal so. Und komm. Na, jetzt, nein, da, genau, so ist wunderbar. Noch eins. Also die UC-Sachen, die sind cool, aber die lassen sich etwas oder deutlich schwieriger platzieren. Ich krieg's nicht hin. Na. So. So. Und jetzt muss ich nur noch das dazwischen irgendwie. So. Dann haben wir hier oben nochmal. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wie ich hier weiter, also was ich hier weiterbauen könnte. Ob ich hier drüben noch bis dahin, ja, das können wir eigentlich machen, oder? Guck mal, wenn wir jetzt hier, ich lasse das, obwohl, Moment. So, erstmal, Snap. Packen wir die wieder ein. So. Dann mache ich hier zu oder lasse ich hier offen? Nee, wisst ihr was? Das nehmen wir auch wieder mit. Zack. Dann haben wir hier im Endeffekt 1, 2, 3 Ebenen. Also das sollte... Guck mal, da oben ist voll der große Spalt drin. Ne? Das sollte definitiv reichen. Hier an die Seite baue ich, glaube ich, nichts. Dann kann ich aber mal... Moment. Ich muss die natürlich erstmal aufheben. Dann machen wir doch da einfach... Ich habe jetzt so viele Fenster. Ich glaube, ich brauche die alle gar nicht. Machen wir da doch mal ein Fenster. Guck mal, wie schön groß das Fenster ist. So. Da haben wir da ein Fenster drin. Ich überlege gerade, wo könnte man noch eins hinbauen? Hier oben wollte ich eigentlich... Naja... Ja, ich bin noch nicht so ganz glücklich. Ich bin auch mit diesen Treppen hier nicht so ganz, glücklich. Das ist sogar ganz schön, ehrlich gesagt, das ist sogar ganz schön scheiße. Ich kann hier nicht schnell runter, pass auf, guck, zack, und schon stehe ich drauf. Aber vielleicht lässt sich das ja verhindern, indem ich hier einfach schon mal so ein... Geländer hinsetze. Naja, schön ist anders, aber es funktioniert irgendwie. Klingt jetzt zwar komisch, aber ist so. Nee, es funktioniert irgendwie, aber... Ey, außerdem, guckt euch das mal an, das ist viel höher. Das finde ich ja jetzt wieder nicht so schön. Und mir fehlt, jetzt hätte ich gerne so einen halben Fans. Gibt es das vielleicht? Moment, jetzt gucke ich doch mal. UC. Gibt es sowas wie einen halben Metal-Fence? Hätten sie... Oder Metal-Railing heißt es ja. Aber ich glaube nicht. Metal-Trapdoor-Large, Metal-Gateway, Metal-Gateway... Warum habe ich das eigentlich nicht gelernt? So. Nö, das gibt es irgendwie nicht. Das gibt's irgendwie nicht. Oh, mir fällt gerade was anderes auf. Das kann ich mal machen. Beer Barrel. Oh.
Oh, komm, dann lerne ich halt das Beer Barrel. Chemistry Bench. So. Und irgendwas hatte ich gerade noch gesehen. Achso, Metal Trapdoor war das. Was war denn das da gerade unten? Ach, die Metal Storage Box. Metal Trapdoor. Reinforced Trapdoor, Metal. Hedge Frame. So, Metal Hedge Frame. Giant Metal Hedge Frame. Trapdoor. Kann ich jetzt hier endlich die Sachen. Giant Metal Trapdoor. Okay, ich glaube, ich habe alles. Wunderbar. Ich bin mit dieser hiermit noch nicht so wirklich zufrieden. Ich nehme die erstmal wieder mit. Das ist nicht so ganz, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Auch hier, das ist noch nicht so ganz das, was ich möchte. Jetzt müsste ich mal gucken, aber ich muss die Obercrafter-Sachen nehmen, weil das sonst mit der Höhe wahrscheinlich nicht hinhaut. Weil hier gab es auch Stairs, glaube ich. Reinforced Wooden Stairs, Half Wooden Stairs. Moment. Stairs. Glass Metal Stairs, die können wir auf jeden Fall nochmal lernen. Glass Stairs. Ja, lerne ich jetzt auch mal. Achso, die habe ich schon gelernt. Naja, okay, da gibt es aber nicht viel mehr, ne? UC-Mod, mach das doch mal. Mach doch mal halbe Railings. Und erzählt mir mal bitte, wie man die Railings platziert. Das würde mich halt mal super interessieren. Die Industrial Forge, den... Achso, das habe ich alles aus Advanced Crafting. So. Ich glaube, es ist erstmal. So, ich brauche erstmal nichts. So. Ich will mich hier nicht ewig aufhalten. Ich will noch ein paar Sachen bauen. Wir machen jetzt erstmal hier aus Metal noch. 1, 2. Metal Roof. 6 Stück. Was fehlt denn dann? Ich glaube Metall. Okay, das ist nicht das Problem. Das können wir ja holen. Da haben wir noch jede Menge. Hoffentlich wieder. Oh ja, es ist fertig. Sehr gut. Ja, dann nehme ich... Also, nee, ich kann nur einen mitnehmen. Dann behalten wir das doch gerade. Obercrafter, Structures, Metal, noch mehr Dächer. Metal Roof. So. Nein. Oh, Gott sei Dank. Ich hätte es fast abgebrochen. Ist das noch Metal Roof? Ist jetzt noch Metal Roof markiert? Ja. Also er hat es abgebrochen, dadurch, dass ich es rausgenommen habe gerade. Ah, das mit der Treppe ärgert mich, weil das kann und wird so nicht wirklich funktionieren. Also vielleicht doch mal mit der Ramp probieren? Oder muss ich dann... Na gut, da müsste ich jetzt Metal Ingot holen. Machen wir. Machen. Ist hier eigentlich noch was drin? Nee, okay, die muss ich nur mal aufheben, wieder hinsetzen, damit diese zusätzlichen Dinger da verschwinden. Oh Gott, ich habe schon fast das ganze Metall aufgebraucht. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nach der Folge wieder farmen gehen müssen. Wie immer halt. So, Metal kommt da rein, Ubercrafter, Structures, Metall. Jetzt weiß ich nicht, soll ich nochmal eine Ramp? Ich baue nochmal eine Ramp. Und ich baue einfach wirklich noch so ein zweites Railing. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. So. No Snap Point. Yeah. Aber ich verstehe halt nicht, warum kann ich die nicht setzen? Oder muss dafür das Ding komplett hier so zackig auf dem Boden... zackig. Also darf das nicht in den Boden rutschen? Das wird dann oder was ist da los? So. Und dann wäre das nämlich theoretisch... So. Nein. So. Probieren wir es neu.
Nein, 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 nein. Ah, da war's. Da. So. Ich glaube, gut ist das immer noch nicht. Aber doch schon viel besser. So, kann ich jetzt diese blöden Railings da dran irgendwie platzieren? Nö, ne? Geht nicht. Muss ich da irgendwie anders drauf gucken? Keine Ahnung. Das packen wir wieder ein. Das ist doch alles kacke so. Wie baue ich denn jetzt hier das... Oh Gott, wie baue ich denn jetzt hier eigentlich das Dach drauf? Ich bin da gerade so ein bisschen... überfragt wäre das... Ja, das ist das richtige Wort, glaube ich. Ich würde ja am liebsten so bauen, aber ich kann hier kein schräges Ding hinsetzen. Ich kann halt hier... Ja, wir probieren das einfach. Was soll da schon passieren? So, dann kommt das da drauf. Und ich hoffe, das ist jetzt das ist die richtige Seite. Wunderbar. Dann nehmen wir uns die jetzt viel zu vielen Roofs, die wir gebaut haben. Toll, jetzt habe ich wieder das Problem des Platzierens. Moment, wir probieren mal auf der anderen Seite. Ah, okay. Funktioniert. Alles. Kommando zurück. Alles gut. Ah, sehr schön. Sehr schön. Jetzt das noch. Das sitzt hier nicht so ganz bündig, meine Lieben. So. Probieren wir mal. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Nein. Jetzt gleich falle ich. Ja komm, jetzt snap schon. Was ist das denn? Komm. Machen wir erstmal die andere Seite. Die auch nicht besser funktioniert gerade. Ich hoffe, ich kann hier halt... Nein. Ja. Alter, mach mich nicht wahnsinnig. Ach, da hat man einmal so einen Punkt, wo es passt und dann kann man es nicht platzieren. Ja, da könnte ich nur toll. Wobei, da habe ich tatsächlich eine Idee. Moment. Up and out. Was heißt denn up and out? Down and out. Up and out, down and out. Roof snap points, so. Alter, ich krieg das da nicht mehr hinplatziert. Ich werd hier wahnsinnig. Was macht denn das Spiel mit mir? Es geht nicht. Was war? Wie? Ja, da kann... Toll, danke. Nein, da... Moment, muss ich vielleicht hier... Wenn das halt so rum sein muss, vielleicht geht's dann. So, wenn wir jetzt... Geh... Au. Es funktioniert einfach... Und was ist das da für ein... Achso. Wieso kann ich nur zwei Dinger platzieren und dann ist finito? Brauche ich da vielleicht so ein... Moment, ich probiere das jetzt mal aus. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt, aber probieren geht ja bekanntlich über Studieren. Oh. Ich dachte, ich könnte die Hütte jetzt mal zubauen. Aber so schnell geht das noch nicht. Ubercrafter, Structures, Metal. Brauche ich da vielleicht so ein Ding? So Roof Support Beam. Ich habe keine Ahnung, wie viel oder was ich da brauche. Ich mach mal 6 Stück.
weiß nicht, ob das so das ist, was ich brauche. Aber dafür sind wir ja auch da. Wir können das ja einfach ausprobieren, wie man hiermit baut. Auch wenn es mich jetzt schon so ein bisschen wahnsinnig macht, dass es nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber das ist, glaube ich, ganz normal, ne? So, einmal hier hoch. Also hier unten muss ich mir echt noch irgendwas überlegen, wie ich das anders machen kann mit der Rampe. Das gefällt mir halt nicht. Das gefällt mir halt einfach nicht. Ich finde, die sieht schön aus. Die Treppe sieht sehr, sehr schön aus. Ah ja, also das ist ein Roof Support Beam. Den kann ich hier auf den Boden setzen. Und dann? Ah, hier, guck mal, da kann ich den setzen. Ich weiß nicht, was der macht. Wir können den aber auch einfach als Deko oder so da lassen. Was ist denn das? Hä? Ganz nett, aber nicht das, was ich wollte. Das ist ein Metal Floor Support Beam. Ich hab doch Roof Support Beam. Habe ich jetzt auch noch das Falsche gebaut? Guck mal, so. Wenn ich das rumdrehe, snappt es falsch. Warum? Und warum rutscht das dann hier runter? Guck mal, das passt nicht. Ich ärgere mich. Ich will nicht mehr. So, ich würde sagen, an der Stelle, weil da oben das. Wenn ich das. Vielleicht von hier unten. Kriege ich das vielleicht von hier unten irgendwie da rein platziert? Nö. Auch nicht. So, dann würde ich einfach sagen, wir haben so ein bisschen was geschafft. Oh, komische Perspektive. Wir haben so ein bisschen was geschafft. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und ich probiere jetzt einfach noch mal ein bisschen rum, ob ich das da irgendwie platziert kriege. Das kann es doch nicht sein. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Ark. Bis dahin. Tschüss.